Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Heute bin ich in die Amavita Apotheke hier in Zug gekommen, weil es auch mich erwischt hat. Es kann jeden treffen, jedes Geschlecht und auch jedes Alter. Was? Die Pollenallergie. Aber was ist das eigentlich? Es ist eine Überreaktion des Körpers, der die Pollen als Fremdkörper ansieht und aus dem Körper ausschwemmen möchte. Wusstet ihr, dass es über 40 verschiedene Pollenarten gibt? Und jede Person reagiert anders. Die einen bekommen es in jungen Jahren, die anderen im Alter. Und dann gibt es noch die Glückspilze. Die werden verschont. Die Allergie geht über gerötete Augen, geschwollene Augen, eine laufende Nase und Niesen. Bis hin zu tränenden Augen. Das ist sehr mühsam, besonders bei dem schönen Frühlingswetter. Hier in der Amavita Apotheke in Zug bekommt ihr hilfreiche Tipps, wie ihr die Allergie behandeln und minimieren könnt, ohne gleich zum Arzt gehen zu müssen. Lasst euch den Frühling nicht verderben. Und falls ihr angesprochen werdet, warum ihr so tränende und rote Augen habt, dann sagt ganz souverän, dass ihr euch schon so auf den Frühling gefreut habt. Und das Freudentränen sein, weil die Landschaft so schön blüht. Tschüss!